Ja, hallo zusammen. Ich bin Hartan und heute möchte ich mit euch über Bash reden. Die Idee kam mir neulich, weil ich hatte ja zuletzt den Vortrag gehalten über meine selbstgebastelte Backup-Lösung. Die basierte ja auch in wesentlichen Teilen auf Bash für diejenigen, die da waren oder das gesehen haben. Und da habe ich mir dann hinterher gedacht, so auf Arbeit sehe ich halt auch gelegentlich Dinge, die sind in Bash geschrieben, die hätte ich so nicht geschrieben oder sagen wir, da hätte ich Dinge anders gemacht. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach so mal eine Vortragsreihe dazu, mal gucken, wie weit ich komme, zu ich und meinem Umgang mit Bash. Genau, und heute erstmal, das ist kein Grundlagenvortrag. Also ich gehe mal davon aus, ihr werdet alle schon mal irgendwie Bash gesehen, benutzt oder wenigstens davon gehört haben. Also ich werde jetzt nicht auf Variable Expansion eingehen und Globbing und so, sondern es geht eher so um, ja, ich sag mal, alltagsnähere Themen. Und heute insbesondere geht es um ganze zwei Zeilen Bash. Das schreibe ich so eigentlich an den Anfang jedes Bash-Skriptes, das ich überhaupt schreibe. Und wenn das nicht da ist, dann bin ich erstmal sehr misstrauisch. Also wenn ich irgendwo ein Skript herkriege und da steht da nicht drin, dann das hinterlässt einfach kein gutes Gefühl bei mir. So, und heute möchte ich das mit euch mal so Stück für Stück durchgehen und mal ein bisschen darauf eingehen, warum das eine voll gute Idee ist, meiner Meinung nach, das in seine Bash-Skripte zu schreiben und was so alles kaputt gehen könnte, wenn man es nicht tut. Und das erste ist das Shebang. Das ist immer diese Zeile, die man oft ganz oben sieht in so Bash-Skripten. So ein Shebang ist aber nichts Bash-spezifisches. Also man kann auch Python-Skripte mit einem Shebang schreiben. Und was das im Endeffekt macht, ist, wenn ich dann halt im Terminal so ein Skript ausführe quasi mit Punkt Slash und dann der Name, dann wird quasi geguckt, ob es eine Shebang gibt. Und da steht dann drin, womit dieses Skript ausgeführt werden soll. Weil im ersten Moment ist so ein Skript ja bloß eine Textdatei. Da könnte ich jetzt viel reininterpretieren, aber dass ich es jetzt in Bash ausführen soll, ist nicht unbedingt offensichtlich. Und dafür gibt es eben das Shebang. Und ich schreibe mein Shebang eben wie folgt. Also ich fange es an mit User bin env bash. Und was das tut, ist, env ist so ein GNU-Coreutil. Und das führt dann die erste Bash auf, die es im Path findet. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist das relevant? Weil man könnte auch einfach slash bin slash bash schreiben. Hat man ja lange so gemacht. Ach ja, auch noch so ein cooles Ding, was man mit Shebangs machen kann, ist hier unten in der Folie gezeigt, so hier. Man kann da allen möglichen Quatsch reinschreiben. Ich habe auch so eine kleine Demo vorbereitet in einem Repo zu den Folien. Man kann auch einfach einen Container starten und dann quasi sagen, führe mal alles, was in diesem Skript steht, jetzt in dem Container aus. Also, wenn man das möchte, kann man da beliebigen Blödsinn betreiben. Sinn der Sache ist es jetzt nicht unbedingt, sich da zu verkünsteln, aber es geht halt. Also, da kann man viel mitmachen. Und ja, warum nicht einfach slash bin slash bash? Das hat so ein paar Gründe, die heißen aber eigentlich alle Kompatibilität am Ende. Erstens legen nicht alle Unix-ähnlichen Systeme ihre Bash dort ab. Und unter macOS insbesondere ist die Bash, die man dort findet, an dieser Stelle uralt. Also ich glaube, es ist irgendwie eine Bash in Version 3.3. Und aktuell sind wir, glaube ich, bei Version 5.2. Das liegt einfach daran, dass die Bash-Entwickler vor einigen Jahren beschlossen haben, die Lizenz zu ändern, unter der sie Bash veröffentlichen, und die war dann halt plötzlich nicht mehr mit macOS kompatibel. Das ist jedenfalls die Version der Geschichte, die ich kenne. Und deswegen ist es auch üblich, soweit ich das weiß, dass Mac-User halt über Brew dann eine aktuellere Bash installieren. Die liegt dann aber halt nicht da, liegt halt irgendwo im Path. Und auch dann ist es halt ganz nett, wenn man env macht und dann Bash, weil der dann halt die Bash nimmt, die er zuerst findet. Und es soll ja auch andere Distributionen geben, die halt irgendwie ältere Software ausliefern. Auch da kann man dann quasi ein bisschen nachhelfen, wenn man eben neuere Features braucht. Dann kommen wir zu den Shell-Optionen. Ich habe es jetzt Option genannt, weil ich das einfach von der Bezeichnung her besser finde. Die Bash-Man-Page redet an der Stelle von Shell-Variablen. Aber wenn ich halt höre Shell und Variable, denke ich halt immer an so Variablen, denen ich einen Wert zuweise und die ich dann quasi wieder irgendwo einsetzen kann. Deswegen habe ich es Option genannt, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und das erste, was ich vorstellen möchte, ist das Set-E. Also, ich habe es ja am Anfang schon mal gezeigt. Was das macht, ist, wenn es einen Fehler findet, also wenn quasi ein Befehl in eurem Skript einen Fehler zurückgibt, also ein Exit-Code ungleich 0, bricht es sofort die Ausführung ab. Das vermeidet so ein Ding, ich habe es jetzt mal Fehlerfortpflanzung genannt, so scherzhaft. Hier in dem Beispiel unten
sieht man, ich habe hier so mein Shebang und dann rufe ich hier false auf und ja, false gibt halt immer 1 zurück, also quasi ein Fehlercode. Und normalerweise würde Bash dann einfach über dieses, also false ausführen und würde sich keine weiteren Gedanken machen und dann munter weitermachen in der nächsten Zeile. Und ja, dass das jetzt nicht unbedingt gut ausgeht, das kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen. Also viele tolle Momente fangen halt damit an, dass man so ein Bash-Skript schreibt, ausführt und dann liest man quasi der Reihe nach die Fehlermeldung und bevor man es geschafft hat, das Skript abzubrechen, sind dann halt schon Dinge weg. Und das ist schade. Dieses Abbrechen beim ersten Fehler, das passiert nicht immer. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Also wenn ihr das in so eine If-Condition schreibt und da halt ein Fehler auftritt, dann bricht die Bash nicht ab, weil ihr wollt ja irgendwie auch in den Else-Branch kommen vielleicht, wäre ja ganz nett. Auch in so einem While und Until passiert das nicht immer. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Operatoren, wie zum Beispiel das Pipe und dann noch dieses doppelte und das doppelte Pipe. Darauf gehe ich aber irgendwann anders nochmal ein, was genau das eigentlich ist. Dann die nächste Option ist, Fragen lieber am Ende, wenn du es dir so lange merken kannst. Okay, dann erzähl. Innerhalb von Funktionen weiß ich nicht, weil üblicherweise setze ich das minus e halt gleich ganz oben im Skript und dann gilt es halt für alles, was danach kommt. Es kann sein, dass das innerhalb von Funktionen keinen Effekt hat, aber ich schreibe es am Anfang. Also ich habe es tatsächlich auch noch nie ausprobiert. Dann gibt es set minus u, das steht für no unset. Und was das tut, ist, wenn ich eine Variable auflöse, zugreife, wie auch immer, die ich vorher noch nicht zugewiesen habe, kriege ich einen Fehler. Und das Standardverhalten wäre an der Stelle, wenn ich eine Variable dedifferenziere, die es nicht gibt, dann kriege ich halt einen leeren String zurück. Das kann jetzt halt entweder harmlos sein oder es kann dann halt ziemlich in die Hose gehen, weil eine Situation, wo das oft passiert, sind halt so Tippfehler. Wenn ich halt so einen langen Variablennamen habe, weil ich sprechende Variablen haben möchte und ich vergesse da halt einen Buchstaben, dann werde ich das nicht merken bis zu dem Moment, wo mir auffällt, dass bei was auch immer meine Shell gerade getan hat, irgendwie eine Variable fehlte oder der Wert einer Variable. Und auch so ein Ding, was ich ganz nett finde, ist, es deckt so ungeprüfte Annahmen auf, wenn man so will. Also ich habe auch schon vor einiger Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, die hatten eine sehr gewachsene Entwicklungsumgebung für ihre Unix-Systeme und da kam ich dann auf die Idee, ich wollte mal gucken, ob man das containerisieren kann, so spaßhalber. Und die hatten dann riesige Sammlungen von Skripten, die irgendwas getan haben und die haben halt alle an irgendeiner Stelle erwartet, dass irgendwelche Variablen gesetzt sind. Das waren sie dann halt nicht und dann passierten plötzlich komische Dinge. Und so Aussagen wie auf Entwicklerrechnern ist foo immer gesetzt, das kann man glauben oder man setzt halt dieses minus u und dann sieht man es ja, ob es tatsächlich so war. Und hier habe ich jetzt mal so ein schönes Beispiel. Einfach nur so zur Veranschaulichung, wenn man jetzt so einen besonders deskriptiven Variablennamen nimmt für seine Variable, weil man halt in der Woche noch wissen möchte, was da eigentlich drin stand, dann werdet ihr vielleicht schon gemerkt haben, so an der Stelle, wo ich das ls aufrufe, da fehlt irgendwie was. Also wenn man genau sieht hier zwischen dem r und dem a, da fehlt halt ein i. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellen würde, statt ls steht da irgendwie ein rm oder so, dann würde er jetzt halt Dinge unter Home löschen und nicht Dinge unter Home slash, was auch immer in dieser Variable stand. Nur mal so ein plakatives Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere Arten, wie einen das beißen kann. Dazu muss ich gleich noch darauf hinweisen, wenn man das jetzt macht, also dieses set minus u setzen in seinen Skripten, dann muss man ein bisschen aufpassen, wenn man gucken will, ob eine Variable leer ist. Es gibt da also dieses doppelte eckige Klammer hier, das ist so ein Testbefehl, damit kann ich quasi Bedingungen prüfen. Und minus z fragt quasi ab, ist das, was dahinter kommt, leer, also ein leerer String. Und wenn ich jetzt hier so eine Variable reingebe und die ist tatsächlich leer, im Sinne von, die gibt es halt noch gar nicht, dann würde das an der Stelle sterben, auf der Stelle des Skripts, weil die Variable existierte ja nicht und ich habe set minus u an. Das heißt, ihr merkt, jo, ich habe da eine Variable abgefragt, die existiert gar nicht. Und dann komme ich halt nie in diesen Teil, sondern er bricht halt sofort ab. Dagegen kann man aber was tun, weil man dann einfach so einen leeren Default angibt. Ich gebe zu, das ist dann, also die Lösung hier unten ist dann nicht besonders schön anzuschauen. Oder ist es jedenfalls mehr Tipparbeit. Aber auf jeden Fall funktioniert das dann. Die Alternative wäre, ich könnte das set minus u kurzzeitig wieder abschalten, bis mein Check vorbei ist und dann wieder anschalten. Aber also meine Erfahrung ist, man vergisst dann eher, das wieder anzuschalten und dann gehen an anderen Stellen wieder Sachen kaputt. Und deswegen mache ich das lieber so mit diesem Default-String.
Und dann die letzte Option, die ich noch vorstelle, ist das minus O Pipe Fail. Was das tut, ist so eine, also man kann in Bash ja so Pipelines bauen, heißt das im Shell-Sprech. Quasi, ich nehme einen Befehl, zum Beispiel hier dieses grep und lasse das irgendwelche Dinge tun und was auch immer aus grep rausfällt, schiebe ich dann mit diesem Pipe weiter in den nächsten Befehl, der dann quasi weiterverarbeitet. Und per Default ist es jetzt wieder so, wenn jetzt mein grep hier vorne irgendwie einen Fehler erleiden würde, dann bricht Bash nicht die Pipeline ab, sondern es nimmt dann halt, was auch immer aus grep bisher rausfiel, im Zweifelsfall ist das ein leerer String, und macht dann munter weiter. Und hier habe ich jetzt so ein Beispiel, diese Variable da, die existiert tatsächlich nicht und grep würde dann an der Stelle halt kaputt gehen, weil es merkt ja, kein Match. Nur Bash würde dann halt den leeren String nehmen, der aus grep rausfiel und dann den meiner Variable zuweisen und dann steht da halt am Ende irgendwie ein leerer String, statt dass es einfach abgebrochen hat. Und das ist halt schade. Und was dieses Pipe-Fail dann macht, ist quasi in dem Moment, wo grep fehlschlägt, würde es die ganze Pipeline abbrechen. Also dann läuft es gar nicht weiter und ruft keine weiteren Befehle auf, es stirbt dann sofort. Und dann gibt es noch so einen kleinen Bonus, den finde ich immer total nett, wenn man so Skripte schreibt und ausführt und sich dann fragt, warum tut es einfach nicht, was ich erwartet habe. Da gibt es noch so dieses Flag minus X. Das schaltet so, ich nenne es immer den Debug-Modus an. Weil was das macht, ist während der Ausführung alle Befehle, die ausgeführt werden, einmal im Standard-Out mit ausgeben und gleich die Variablen alle expandieren. Also normalerweise würde man dann wahrscheinlich hingehen und so Printline-Debugging machen, ne? Dann würde man mal gucken, wo vermute ich jetzt, ging es kaputt. Dann setze ich da mal ein Echo rein und schaue, was in der Variable steht. Und das, ja, also das führt irgendwann zum Ergebnis, klar. Aber wo dieses minus x total praktisch ist, ist halt in so CI-Skripten. Da hatte ich jetzt gerade heute auf der Arbeit so einen schönen Fall. Da stand das minus x glücklicherweise drin, weil am Ende ging dann kaputt. Da hatte ich so einen Shell-Glob in so einer If-Condition stehen. Und da stellte sich raus, dass die Shell aus dem Glob halt keinen, also die hat da keinen String irgendwie geglobt, sondern hat dann plötzlich gedacht, ach ja, da liegt eine Datei. Die passt eigentlich in diesen Glob rein. Und dann stand da halt plötzlich ein Dateiname drin und nicht das String-Fragment, das ich eigentlich prüfen wollte, also quasi, ob der Substring existent ist. Und dann hat er einfach festgestellt, da liegt eine Datei, da kommt das vor, dann setze ich jetzt den Dateinamen ein und dann hat er plötzlich Dinge verglichen, die nichts miteinander zu tun hatten. Das war, ja, also habe ich jedenfalls gar nicht erwartet und da war das wirklich nett, das zu haben. Also im Fazit, Bash programmieren kann schon sehr schmerzhaft sein bisweilen, aber ich finde, wenn man da eben so ein paar Dinge beachtet, oder jedenfalls geht es mir so, wenn ich eben diese Dinge mache, also mein Shebang so setzen, dass es kompatibel ist mit anderen Systemen, dass ich es halt mit Leuten teilen kann und diese Shell-Optionen setzen zur frühen Fehlerdetektion, dann finde ich, ist es schon sehr viel angenehmer. Oder sagen wir, wenn was kaputt geht, merke ich es früher und dann geht nicht ganz so viel kaputt. Und das empfinde ich persönlich als sehr angenehm. Habt ihr dazu noch Fragen? Eine Frage. Bist du dir da sicher? Deswegen ist es Airtrace-Option. Ja, okay. Ist das das minus Groß-T? Ist das das minus Groß-T zufällig? Das weiß ich auch nicht. Okay, ja. Gut. Und das andere, was ich verwechselt, ich sozusagen gemischt hatte, war, wenn du funktionslokale Variable deklarieren willst, kannst du das mit dem Local-Command machen. Ja. Und wenn du da gleich eine Variable initialisierst, ist das Setting nicht für diese Subshell aktiv. Ah, okay. Das ist natürlich sehr tricky und verwirrend. Deswegen erst die lokale Variable deklarieren und dann assignen. Und dann tun sie das dann eben. Ja, das ist gut zu wissen. Deswegen Hinweis auf Shell-Check. Ja, natürlich, klar, das auch. Also kurz zusammengefasst, Z-E funktioniert auch in Funktionen. Wenn man aber mit Local Variablen definiert, sollte man quasi nicht gleich in der Zeile mit dem Local den Wert aus einer Subshell in die Variable zuweisen, denn dann gilt das Set minus E nicht, heißt, wenn da ein Fehler passiert, dann läuft die Bash heiter weiter. Aber genau, Shell-Check
ist halt ein schönes Tool, um sowas zu detektieren. Also es gibt es einerseits online, wenn man es nicht lokal installieren will, da kann man einfach sein Skript reinkopieren und er sagt einem dann, was da alles doof ist. Ich persönlich habe ShellCheck bei mir in Vim als LSP integriert und das prüft dann immer für mich gleich, während ich programmiere, mit, was ich so alles für Dummheiten verbrochen habe. Ist tatsächlich ganz nett und wenn man das erste Mal anmacht, dann findet es auch erstaunlich viele Sachen, die an so einem Skript schlecht sind. Und ja, also man lernt sehr viel dabei. Okay, weitere Fragen? Das sieht aber nicht so aus. Dann danke für eure Aufmerksamkeit.